und herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrea und bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich zeige euch heute ein Projekt, was wir mit den Schulkindern gewerkelt haben in der Klasse von unserer Kleinen. Und ich finde das ein ganz tolles Projekt, nicht nur für Kinder. Und zeige euch da jetzt verschiedene Varianten auch. In der Schule haben wir einen Wechselbilderrahmen mit den Kindern gestaltet aus Klötzchen. Die kennt ihr ja schon. Ich gebe euch die Maße von den Klötzchen einfach unten in die Videobeschreibung auch nochmal mit rein. Dann habt ihr die Abmessung. Im Endeffekt ist es aber egal, ihr könnt die auch mit kleineren oder größeren gestalten. Und ihr braucht dazu eigentlich gar nicht viel für diesen Wechselbilderrahmen. Ich fand das eine ganz tolle Idee. Ich zeige euch verschiedene Beispielprojekte auch noch. Ich war auf der Suche nach einem Projekt, was Jungs wie Mädels, sage ich jetzt mal, gleich gerne auch basteln. Es waren auch die Eltern eingeladen, sodass die Eltern auch eben mithelfen konnten. Und da habe ich mir gedacht, ist sowas ganz, ganz toll. Und es ist eine ganz tolle Geschenkidee auch und eine Idee auch zum Aufstellen, zur Deko. Ich zeige euch da, wie gesagt, verschiedene Beispiele gleich. Pro Rahmen braucht ihr 7 Glöckchen, wenn ihr den so nachbastelt, wie ich den gemacht habe. Ich zeige es euch auch gleich, wie man den zusammenklebt. Ihr braucht so diese Fotoecken, die kennt ihr sicher. Ich meine, früher hat man die öfter gehabt. Das sind die, wo man so eine Einsteck-Ecke hier hat sozusagen. Die braucht ihr einfach, um ganz einfach hinten euer Bild, Foto etc., das zeige ich euch gleich, Ideen dazu anbringen könnt. Ich sage euch auch eine weitere Idee noch mit dazu und ihr braucht einfach einen Holzleim. Ich habe hier einen Express-Holzleim, also der ist in 5 Minuten trocken, beziehungsweise es ist stabil und dann kann man gleich weiterarbeiten. Und ich zeige euch mal, was wir daraus gewerkelt haben. So, und ich hoffe, dass ich euch das jetzt unter der Kamera gut zeigen kann. Also es sind Wechselbilderrahmen, wie der Name ja schon sagt. Und die Kinder haben hinten eben ein Motiv gemalt. Also das ist hier jetzt weihnachtlich, aber man kann das eben jahreszeitlich total unabhängig gestalten und dekorieren auch. Wir haben jetzt hier, also da ist, ich zeige es euch mal von oben, so eine kleine, ja, ich sag mal Ablagefläche noch. Wir haben jetzt dekoriert hier eben mit Tannenzweig. Ich habe jetzt hier so einen Moosbaum noch davor gesetzt und einfach eine Buchecke. Ihr könnt da mit Naturmaterialien werkeln, wie auch immer. Und das ist alles nicht festgeklebt, beziehungsweise nur, also das habe ich noch gefunden zu Hause, das ist auf einer Wäscheklammer, fixiert nur mit Mini-Klebepunkten eben am Holz befestigt. Dann könnt ihr das nämlich ganz leicht wieder abnehmen und könnt dann für Frühling, Silvester, Ostern, wie auch immer, eben euren Rahmen hier gestalten. Die passende Deko immer hier. Und ich zeige euch das Ganze mal von hinten. Ich hoffe, die ganze Deko fällt mir jetzt nicht runter. Hier hinten sind eben diese, ich zeige es euch hier, ich hoffe, die Kamera stellt scharf, hier diese Fotoecken aufgeklebt. Das hält sehr, sehr gut auf dem Holz. Und so kann man einfach immer wieder auch dieses Bild einfach erneuern, beziehungsweise es ist ein tolles Geschenk, finde ich jetzt auch gerade zu Weihnachten, aber diese Weihnachtsprojekte sind natürlich nicht immer nur für Weihnachten, also wäre auch ein tolles Muttertagsgeschenk oder einfach so ein Geburtstagsgeschenk, ein Mitbringsel für Oma, Opa, Tanten, Onkel, wie auch immer, oder für Mama und Papa natürlich. Und man kann immer wieder das Bild eben austauschen. Ich habe schon zu den Kindern gesagt, wenn ihr Oma und Opa besucht, könnt ihr immer ein neues Bild mitbringen. Oder man kann natürlich auch ein Foto hinten reinkleben und kann das einfach immer wieder erneuern. Man kann sich einen schönen Spruch aufschreiben. Ich meine, da sind der Fantasie ja wieder keine Grenzen gesetzt. Und man kann es natürlich auch mit Stampin'-Up-Produkten ganz, ganz toll gestalten. Da zeige ich euch auch noch Beispiele. So, hier muss ich die Deko ein bisschen festhalten. Also hier ist jetzt ein Bild von einer Krippe, also weihnachtlich gestaltet. Und hier auch noch ein ausgestanzter Stern, ein vergoldeter Zapfen hier vorne und ein paar Beeren. Also wie gesagt, das kann man ganz, ganz vielfältig gestalten. Dann ist hier eine Variante mit einem Geschenk und Sternen und Kugeln, passend hier dazu auch kleine Christbaumkugeln eben hier. Wie gesagt, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und das kann man alles wegnehmen und dann eben einfach auch wieder verändern, jahreszeitlich. Oder passend zum Bild natürlich.
So, ich habe mit Stampin' Up! Produkten ein bisschen gewerkelt. Und zwar, hoppsala, hier kullert es auch schon, ich muss ein bisschen festhalten. Hier auch mit einem Tannenzweig, mit einem Bienenwachskerze. Die habe ich jetzt allerdings nur so reingestellt. Und bitte nicht anzünden, weil es ist Holz und es ist Papier. Also wenn, dann nur in einem Gläschen. Ich werde an keinem Zimmerbrand bei irgendjemand schuld sein. Ich habe hier den Spruch, ich zeige euch auch gleich nachher von welchem Stempelset und die Stanzformen nochmal dazu, habe ich hier einen Spruch einfach in Gold embossed, hier auf diesem tollen Wüstendesigner-Papier aus der Heiligen Nacht. Habe hier noch einen ganz zarten Stern, eigentlich nur hier mehr auf den Rahmen geklebt. Ein Licht in der Dunkelheit und habe hier ein Kamel oder so ein Dromedar, ein Hirten und ein Schaf hier dahinter gesetzt und fertig ist auch da schon eine ganz tolle Weihnachtsdekoration und wie gesagt, man kann es hinstellen, man kann das immer wieder auch verändern. Man könnte jetzt zum Beispiel auch diesen Hintergrund einfach schon zum Advent hier reinmachen und dann einfach diesen Hintergrund austauschen, es ist ja ein Wechselbilderrahmen und da die Krippe reinmachen dann zu Weihnachten. Ja, also ich kriege das immer gar nicht ganz ins Bild rein und also das sind jetzt Hölzchen aus Eiche. Die sind natürlich hier mal mit Astlöchern, also ganz natürlich, wobei mich das hier überhaupt nicht stört. Ich finde es total schön hier dazu, dass es einfach ja so rustikal einfach auch ist. So, und dann habe ich hier noch eins, da fällt auch hier schon, ich muss das immer so kippen, meine kleinen Sterne hier schauen. Ich habe jetzt hier Pergamentpapier genommen, habe das bestempelt mit Tinte in Blau, habe mir hier auch den Stern drauf gesetzt und habe mir hier, ich nehme mal die Deko runter, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So, hier bröselt die Tannennadeln schon. Habe hier einfach aus diesem Wüstenpapier, auch aus der Heiligen Nacht, einfach so einen Hügel noch einfach ausgeschnitten. Habe hier in Anthrazitgrau auch einen Hirten und zwei Schafe draufgesetzt. Und hier kann man jetzt natürlich mit so einer kleinen LED-Lichterkette, die so auf Draht aufgefädelt ist, die kennt ihr ja sicher, da könnte man jetzt, Moment, das ist nur verwirrt, da könnte man jetzt natürlich hier diese Lichterkette, wenn man die jetzt hier rüberspannt, einfach noch außenrum machen oder knapp dahinter, sage ich mal. Oder man könnte das Ganze natürlich auch einfach zusammenwickeln und einfach auch dahinter dann beleuchten lassen. Also einfach als beleuchteter Rahmen sozusagen. Genau, dann kann man das natürlich nicht nur machen mit dieser Ablage hier vorne, wo man einfach noch was draufstellen kann. Man kann das natürlich auch einfach wie in einem Bilderrahmen gestalten zum Aufstellen. Und da habe ich euch einfach diese beiden Rahmen mal gemacht. Die sind jetzt einfach auf so ein Doppelklötzchen sozusagen einfach drauf geleimt, dieser Rahmen. Das zeige ich euch auch gleich, wie ich ihn zusammengesetzt habe und habe da noch einen Trick dazu. Und habe das einfach als Bilderrahmen gestaltet. Und ich habe jetzt hier einfach Designerpapier verwendet. Also einfach einen weißen Farbkarton und da habe ich mit Dimension, man sieht es hier vielleicht, die sind erhaben. Hier einfach, damit das noch ein bisschen weiter vorkommt, habe das hier ja so arrangiert und man könnte die jetzt entweder nebeneinander stellen oder man könnte auch, wenn man da jetzt Fotos reinklebt, habe ich mir gedacht, einfach so ein Leporello machen, vielleicht mit mehreren einfach nebeneinander. Also es müssen ja nicht nur zwei sein, das können ja auch vielleicht vier sein und man macht da einfach Familienfotos rein und kann die immer wieder auch austauschen. Genau, dieses Papier, das ist neues Designerpapier und zwar sind es die blühenden Gärten, die findet ihr im Exklusiv-Online-Angebot. Das wäre die Bestellnummer dazu und das hat so ganz, ganz tolle Aquarell-Looks. Ich blätter es euch mal hier einmal so durch. Also es lassen sich ganz tolle Karten machen, ist natürlich schon ein bisschen frühlingshaft, wobei Blüten, finde ich, immer gehen zu jeder Jahreszeit. Also ganz, ganz toll. Ich finde, die haben eine ganz tolle Wirkung. Und die Rückseiten da dazu, ich drehe es euch mal um, sind teilweise auch Blüten und teilweise einfach nur so ja, Hintergründe, die man natürlich auch ganz, ganz toll nutzen kann in verschiedenen Farben. Dunkler, dann wieder heller, in Grüntönen. Genau. Also das habe ich so mit diesem Papier gemacht. Man könnte natürlich jetzt eine Deko auch noch hinmachen, irgendwelche Blüten oder was halt eben einfach zum Motiv passt. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht als oder ganz einfach gelassen als Beispiel. Man könnte
Wenn ihr das wollt, also ich leime das jetzt relativ einfach zusammen für diesen Wechselbilderrahmen, weil wie gesagt, ich finde das eine ganz tolle Idee auch für Kinder und die Kinder können das auch und die machen das auch. Man könnte, ich zeige euch gleich, wie ich es gemacht habe oder ich sage es euch nachher, ich glaube schon, ist es zu verwirrend. Wir legen jetzt einfach mal los. Für den Bilderrahmen selber nehmt ihr euch am allerbesten kariertes Papier als Unterlage mit dazu, weil da könnt ihr jetzt einfach einen rechten Winkel ganz gut anlegen. Und zwar habe ich mir jetzt nur die zwei mittleren eigentlich genommen, habe mir einfach oben auf die Kante, oben und unten, ein bisschen Leim gemacht, also da braucht es auch nicht viel, habe mir hier mein oberes hier einfach auf ein Karo-Bündel gelegt sozusagen, habe mir die zwei von unten eben hier schon mal festgedrückt und dann braucht ihr im Endeffekt nur noch das untere auch dran setzen. Der Kleber ist ja schon oben und unten drauf und dann habt ihr im Endeffekt schon euren fertigen Rahmen. Wie gesagt, und die lassen sich super hier einfach anlegen an diesen Karolinien, dann habt ihr gleich euren rechten Winkel. Macht nicht zu viel Leim drauf, einfach so eine kleine Spur, das reicht eigentlich, weil sonst drückt es euch nur raus und wenn es euch rausdrückt, einfach sofort mit einem Tuch einfach abnehmen, dass man den nicht hier dann so eine Klebespur hat. Genau. Und dann lasst ihr das einfach gut trocknen. Ich habe das jetzt schon mal gemacht. Und ihr leimt euch am besten hier gleich mal zwei zusammen. Wie gesagt, einfach damit es im Video ein bisschen schneller geht, habe ich das jetzt schon gemacht. Und klebt euch hier dieses Hölzchen so vorne her. Also ihr braucht 7 Hölzchen für einen so einen Bilderrahmen. Wenn ihr das mit dieser Ablage vorne macht. Wenn ihr die einfachen macht, so wie ich die Aquarellbilder gehabt habe, dann braucht ihr dieses Hölzchen hier nicht und leimt euch diesen Rahmen jetzt direkt hier in der Mitte drauf. Ich mache es jetzt so, ich werde mir jetzt das hier einmal so drauf leimen. Wenn ihr das so leimt, dann geht euch, wenn ihr die Kinder malen lasst oder wenn ihr das auch als Passepartout nutzen wollt, oder für euren Hintergrund, dann geht euch ein halber DIN A4 Bogen, also 21 x 14,85, geht euch hier, ich zeig's euch mal, genau hinten her, wenn ihr das so macht. Ansonsten, wenn ihr das so leimt, also dass es hier, hier nebendran ist, also ich mache es jetzt so, dann geht ein halber DIN A4 Bogen drauf, weil dann ist es einfach hier ein Stückchen länger. Wenn ihr das so leimt, das geht natürlich auch, dann müsst ihr einfach so einen Zentimeter ungefähr kürzen oder einen guten, ja, knappen Zentimeter, weil das ja hier dann kürzer ist sozusagen von der Höhe hier. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. So, also, ich leime mir jetzt. Und danach muss ich ja ein bisschen liegen lassen. Wie gesagt, ich leime mir das jetzt so drauf. Das heißt, ich gebe mir jetzt einfach hier unten ein bisschen Kleber drauf. Ich muss bloß ein bisschen schütteln. Und wie gesagt, da reicht euch so eine Spur wirklich aus. Und das lasse ich jetzt einfach hier so liegen und drücke mir das Ganze hier nur unten ran. Schau, dass es einfach hier an der Seite bündig ist. Und so lasse ich das jetzt erstmal trocknen. Schaut, wie gesagt, dass ihr nicht zu viel Kleber habt, weil sonst klebt euch das natürlich an eurem Papier auch fest. So, und das lege ich jetzt auf die Seite und dann kann das trocknen. Wenn euch dieses Ablagebrett hier oben zu breit ist, dann könnt ihr natürlich auch dieses Hölzchen oben draufsetzen und habt dann eine schmalere Ablage. Also je nachdem, wie ihr das gerne haben möchtet. Und für euer Bild, Foto, wie auch immer, braucht ihr im Endeffekt nur hier unten, ich zeige es euch mal, nochmal eine so eine Fotoecke einfach drauf machen, so geht es am einfachsten. Einfach eine Fotoecke drauf, dann setzt ihr das an, hier einmal mittig sozusagen, dass es hier mittig ist, klebt es unten an, dann macht ihr das zweite drauf, das habe ich jetzt hier schon, könnt es hier auch einmal einfahren und dann könnt ihr die oberen beiden ankleben. Also da macht ihr euch dann einfach auch hier eure Fotoecke drauf und drückt sie fest. Und wie gesagt, das klebt an diesem Holz ganz, ganz gut. Falls euch das irgendwie jetzt hier an der Seite, hoppala, da habe ich ja schon einen, ein bisschen wölben sollte, dann könnt ihr einfach hier so einen Mini-Klebepunkt noch dahinter machen. Also da nehmt ihr den einfach am besten mit dem Finger auf. Dann habt ihr hier den Mini-Klebepunkt und gebt euch den hierher. Drückt euch das Blatt drauf und dann ist es hier auch nochmal fixiert. Und es lässt sich aber leicht lösen. Also wenn ihr das wechseln wollt, könnt ihr das gleich lösen. Genau. Und da könnt ihr jetzt natürlich drauf machen, was ihr wollt. Beim Malen mit den Kindern ein bisschen aufpassen. Der Rahmen hier
Nimmt natürlich Platz von eurem Blatt weg, also am besten vielleicht da einfach eine Bleistiftmarkierung machen, dann wissen sie, wie weit ihr Bild dann sichtbar ist. Nicht, dass dann hier unten noch was Wichtiges gezeichnet ist und dann wird das natürlich verdeckt. Ja, und ich wünsche euch jetzt natürlich ganz, ganz viel Freude beim Umsetzen dieser Idee, beim Abwandeln der Beispiele, sage ich jetzt mal, weil da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt da Szenen mit einem Tannenwald, mit einem Bären, mit Tieren erstellen, wie auch immer. Da gibt es ja so viele Ideen dazu. Ihr könnt ein Herbstbild draus machen und wie gesagt, jahreszeitlich kann man das immer wieder umdekorieren und hat einfach seinen festen Rahmen und wechselt einfach nur den Hintergrund und die Deko aus. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Freude damit. Ich gebe euch die verwendeten Materialien und alle Maße unten in die Infobox auch nochmal mit rein, einfach in die Videobeschreibung unterhalb dem Video. Und wenn ihr die tollen Produkte von Stampin' Up! Bestellen wollt, dann gerne über mich unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com oder im Onlineshop unter https://andreassteiner1.stampinup.net. Jetzt am Dienstag beginnt der Ausverkauf aus dem Mini-Katalog, dem Herbst-Winter-Mini-Katalog. Wenn ihr da Produkte ergattern wollt, die sind ja teilweise sehr stark reduziert, dann am besten über den Online-Shop und am besten gleich am ersten Tag bestellen, weil was weg ist, ist weg. Es gilt nur, solange der Vorrat reicht. Und ja, es sind natürlich ganz, ganz viele tolle Produkte reduziert und ja, schaut da einfach mal, was ihr noch braucht für euer Weihnachtsbasteln. Ja, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude hier mit den tollen Wechselbilderrahmen und sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, macht es gut und bis bald. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Ciao!